für den Hauptdarsteller von Dirty Dancing, für Johnny Castle. Denn ich darf nachher wirklich mit ihm so ein bisschen Mambo tanzen. Und jetzt sind wir hier mitten in der Probe zu Dirty Dancing in der Hamburger Neuen Flora. Und gleich treffen wir die Castingchefin, die die alle ausgesucht hat. Ich stehe jetzt am Tisch mit einer der wichtigsten Frauen für viele Musical-Darsteller. Sie ist nämlich die Castingdirektorin und heißt Simone Lindhoff. Und du musstest dich auf die Suche nach dem richtigen, perfekten Johnny begeben. Wo hast du den gesucht? Den kann man doch nicht in Straßencafés finden. Kann man auch, aber das war erstmal nicht die Aufgabe, sondern ich habe versucht, wirklich in klassischen Tanzcompanies zu gucken, in Ballroom-Companies, natürlich im Musical-Bereich, auch in verschiedenen Tanzbereichen. Das war aber auch die schwierige Aufgabe, diesen sexy Mann zu finden mit viel Charme und Charisma. Sollte man gar nicht meinen, aber ich meine, im Leben ist es ja auch so, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten hat, den Mann zu finden. Sag mal, und Baby, die dann zu finden, das ist ja dann auch eine besondere Herausforderung gewesen, damit sie auch wirklich zu ihm passt. Klar, also man hat natürlich den Film im Kopf und ja, hat eben, ja genau. Ein ganz klares Bild. Und dann ist man erst versucht, die müssen genauso aussehen, dann geht man davon wieder weg und schaut einfach nach Talent. Und vor allem bei Baby war das natürlich sehr schwierig. Und wir haben jetzt die Ina gefunden, eine fantastische Schauspielerin, die auch sehr, sehr gut tanzen kann. Und wir sind sehr glücklich darüber. Wenn ich jetzt so ein bisschen hier die Tänzer und Tänzerinnen schon beobachte, da sind ja auch so zwei, drei etwas ältere dabei. Wo habt ihr die gefunden? So die Shoemakers haben wir versucht in so Standard-Hobby-Klassen für ältere Menschen zu finden. Wir sind dann in Hamburg Jetzt muss ich leider unterbrechen, Kim. Der Martin ist soweit, kann losgehen. Okay, ja. Mein großer Auftritt. Okay. Also auf alle Fälle, die Shoemakers habt ihr auch gefunden. Haben wir auch gefunden. Und ich finde jetzt mein großes Glück. 5, 4 und Fwack. Oh ja, das gefällt mir gut. Und Fwack. Und wenn Sie das miterleben wollen, dann kommen Sie einfach zu Dirty Dancing. Aber der ist meiner. Hervorragend tanzen zu können, braucht man eine klasse Ausbildung. Und die bekommen Nachwuchstalente in der Hamburger Speicherstadt. Mit der Joop van den Ende Academy bietet Stage Entertainment eine staatlich anerkannte Berufsausbildung zum Musical-Darsteller, die den höchsten Anforderungen der Branche gerecht wird. Pro Jahrgang werden 16 Talente im Einzel- oder im Gruppenunterricht von renommierten Dozenten auf die großartige Bühnenkarriere vorbereitet. Und wir treffen jetzt gleich Robin Brosch, das ist der künstlerische Leiter dieser Academy. Und er war von der ersten Stunde an mit dabei. Das ist nicht so einfach, bei euch aufgenommen zu werden.
Nee, die Anforderungen sind sehr hoch. Es bewerben sich sehr, sehr viele Menschen. Wie viele? Ja, so im Schnitt immer so zwischen 300, 400, die sich auf 16 Plätze bewerben. Und da spielen sich dann echte Dramen ab. Und die Glücklichen, die es dann am Ende schaffen, können es oft gar nicht fassen. Also da ist sehr, sehr viel Emotion im Raum. Und manchmal, wahrscheinlich sehr selten, entdeckt man so einen kleinen Diamanten, so einen Rohdiamanten, den man gerne schleifen möchte. Ein Glück entdeckt man diese Rohdiamanten häufiger, aber es gibt schon so ganz besonders funkelnde davon. Und Sabrina Weckerlin war ein solcher Diamant. Die kam hierher und die sang von irgendwo aus ihren Tiefen heraus, dass wir alle völlig geplättet waren. Die kommen aus einem kleinen Ort im Schwarzwald und die Mutter hat mich dreimal angerufen, ob denn ihr Kind hier auch nicht verloren geht und welchen Flug sie jetzt nimmt. Was hat die zu essen bekommen, dass sie so toll singt? Nun ist sie 19, ne? Und hat dann aber schon während der Ausbildung trotzdem ihre erste Rolle und dann noch eine relativ große Rolle ja bekommen. Ja, das passiert ja manchmal, das ist ein bisschen wie ein Märchen, dass jemand, der eben eine so außergewöhnliche Begabung und auch Persönlichkeit hat und für mich auch eigentlich viel weiter, also ich habe sie kennengelernt, da war sie 17 und war damals schon im Kopf und in vielen Dingen viel, viel weiter, sodass sie eine Tiefe hatte, die sie eben befähigt, auch diesen Sprung aus der Ausbildung heraus in eine Erstbesetzung, eine Hauptrolle nach Berlin zu machen. Und das war nicht zu verhindern. Und es wird nicht zu verhindern sein, dass ich jetzt unbedingt wissen will, wer ist sie, wie sieht sie aus und was kann sie eigentlich? So, dann besuchen wir mal Sabrina. Und zwar direkt bei den drei Musketieren. Und dann gehen wir mal über die Hinterbühne eine Probe besuchen. Kurz vor jeder Vorstellung gehen die Darsteller beim sogenannten Fight Call nochmal alle Bewegungen mit dem Schwert durch. Gemeinsam mit ihrem Fight Captain, der sie trainiert. Nachher auf der Bühne muss jede Bewegung sitzen. Sabrina spielt in dem Stück die Call Stars. Und jetzt hat sie gerade Fechttraining. Fight Call. Einer für alle. Und Envelope, Stich, Headcut. Ja. Sag mal, das macht ihr jeden Abend? Jeden Abend. Vor der Vorstellung? Vor der Vorstellung. Sicherheitstraining und natürlich für Leute, die nicht da sind, brauchen einen Ersatz und der muss eintrainiert werden. Genau. Jetzt hast du schon mal ein schönes En Garde, wenn du hier deinen Degen ausstreckst. Genau. Ja, wie lange brauche ich dafür, um das zu können auf der Bühne? Um es perfekt zu können, brauchst du ungefähr 3 Monate. Ja, 4 bis 5 Stunden am Tag müsste eigentlich reichen. Mehr geht dann auch nicht mehr rein ins Gehirn. Und ja, das Schwierige daran ist eigentlich zu lernen, gefährlich zu sein, also gefährlich auszusehen, ohne den anderen natürlich zu verletzen. Weil es sind, obwohl sie keine scharfen Kanten haben, immer noch Stahlwaffen. Das heißt, ich könnte dir jetzt jederzeit die Augen... Nein, natürlich nicht. Bevor ich ihm jetzt ein Öhrchen absäbel, mache ich doch lieber das Interview mit Sabrina. Ich danke dir sehr. Bitte. Sabrina, wollen wir? Ja. Komm, ich hole dich da raus. Super, Jungs. Sabrina, musst du auch für die Bühne fechten lernen? Nee. Das ist mir leider erspart geblieben. Also ich hätte gerne gefochten, aber ich darf nur so ein bisschen Frauenkampf machen mit der Schatulle. Und ich bekomme eigentlich immer eins übergebraten. Ich bin so die immer so, und so. Und ja. 2003 bist du auf alle Fälle von zu Hause weg, aus dem Schwarzwald. Ja. Und seitdem ging irgendwie alles ganz schnell. Du bist an der Akademie aufgenommen worden, hast ein Stipendium bekommen, hast deine große Rolle hier schon bekommen. Drehst du da nicht ein bisschen durch oder kannst du das alles fassen? Hast du noch Bodenhaftung? Also die Familie holt mich natürlich immer wieder runter und das ist einfach, also ich weiß, was da alles passiert ist, aber wenn mich Leute fragen, wie war es denn da und da und da, kann ich es eigentlich gar nicht genau beschreiben, weil das ist alles während der Probenzeit gewesen und ich war so in den Proben eigentlich drin, dass man mich da rausgerissen hat, da war ich halt bei der Fernsehsendung und da war ich und in dem Moment, wo ich hier durch die Stage-Tour laufe, dann bin ich ganz normal die Sabrina und mache mich fertig für die Show und dann mache ich